keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video, in dem wir uns heute mal den Netasplitter ein bisschen genauer anschauen. Diese Währung, die nämlich mit Patch 7.2 erneut in das Spiel gekommen ist, denn sie war bereits zum Pre-Event von Legion verfügbar, wird für diverse Aktivitäten benötigt und auch für die beiden Händler in der Basis der Legionsrichter. Denn die Gegenstände, die ihr dort erhalten könnt, könnt ihr euch nicht für Gold kaufen, sondern eben nur für die Netasplitter. Aber auch für andere Dinge werden diese gebraucht, wie zum Beispiel für die Herausforderungen des Magierturms. Die wohl erste und einfachste Möglichkeit, um an Netasplitter zu kommen, sind die seltenen Gegner an der verheerten Küste. Diese werden euch auf der Karte mit einem Totenkopf markiert, ihr reist dort einfach hin und könnt auf den Gegner draufkloppen und erhaltet am Ende zwischen 100 und 200 Netasplitter. Zudem hinterlassen diese meist auch noch ein bisschen Gold, andere Ausrüstung wie zum Beispiel Signalgeber für die Sentinax, dazu später aber mehr Ordensressourcen oder auch Kriegsvorräte der Legionsrichter. Und da man jeden Tag gefühlt Unmengen von seltenen Gegnern besiegen kann, sammelt sich da auf jeden Fall einiges an. Reist einfach immer ein bisschen herum, wenn ihr dort sowieso Worldquests am Erledigen seid und lasst die seltenen Gegner nicht aus. Denn für den in Anführungszeichen relativ geringen Arbeitsaufwand erhaltet ihr hier auf jeden Fall eine moderate Menge an der neuen Währung, die sich durchaus sehen lassen kann. Eine weitere gute Möglichkeit, um an Netasplitter zu gelangen, sind diese verhüllten Wurmzungen-Schatztruhen. Diese befinden sich überall zufällig auf der verheerten Küste und wenn ihr eben diese lootet, dann erhaltet ihr hier auf jeden Fall auch wieder einige Netasplitter und zusätzliche Belohnungen wie Kriegsvorräte der Legionsrichter und auch ein bisschen Artefaktmacht. Wenn ihr beim Ausbau der Basis der Legionsrichter zudem Kriegsvorräte beisteuert, also zum Beispiel in unserem Fall hier bei der Kommandozentrale oder dem Neta-Disruptor, dann könnt ihr zudem Anerkennung der Legionsrichter erhalten. Jedes Mal, wenn ihr eben 100 dieser Ressourcen investiert, erhaltet ihr diese Anerkennung. Wenn ihr diesen Beutel öffnet, können darin einige besondere Gegenstände sein und darunter eben auch Netasplitter. Kommen wir nun aber zum wohl interessantesten und effektivsten, wie man Netasplitter überhaupt an der verheerten Küste farmen kann, nämlich über das Sentinax-Event. Sicherlich habt ihr alle an der verheerten Küste schon das große Raumschiff gesehen, beziehungsweise die Markierung, die sich immer auf der Karte befindet. Diese zeigt, wie sollte es anders sein, die Position der Sentinax an und wenn ihr dorthin reist, habt ihr die Möglichkeit, an den Kämpfen teilzunehmen. Grob zusammengefasst kann man sagen, dass es unterhalb der Sentinax darum geht, Dämonen, die aus Portalen strömen, zurückzudrängen, zu besiegen und dadurch eben die Belohnungen einzukassieren. Wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt einmal an und dafür müssen wir uns erst einmal die verschiedenen Arten der Signalgeber anschauen. Insgesamt gibt es drei verschiedene Arten, nämlich gewöhnliche, seltene und epische Signalgeber. Die gewöhnlichen Signalgeber sind dafür da, um Portale unterhalb der Sentinax zu öffnen oder verstärkte Portale zu verlängern. Und dafür sind eben die seltenen Signalgeber da, damit können wir bereits geöffnete Portale verstärken, sodass stärkere Gegner dort hinauskommen, welche dann auch bessere Belohnung und höhere Mengen von Netasplittern gewähren. Zusammengefasst, ihr öffnet mit einem gewöhnlichen Signalgeber ein Portal, hofft, dass diese Gegner einen seltenen Signalgeber droppen, benutzt dann diesen seltenen Signalgeber, um das Portal zu verstärken und könnt dann wieder gewöhnliche Signalgeber verwenden, um dieses Portal in der Dauer zu verlängern. Denn wenn ihr die Portale unterhalb der Sentinax nicht verlängert, dann schließen diese sich irgendwann. Mit ein bisschen Glück kann man zudem auch epische Signalgeber erbeuten und diese sind etwas Besonderes, denn damit kann man unterhalb der Sentinax einen Leutnant beschwören, da gibt es diverse verschiedene, insgesamt 6 Stück und auch einen dazugehörigen Erfolg, wenn man alle 6 verschiedenen besiegt hat. Diese Leutnants kann man nicht alleine besiegen, dafür benötigt man auf jeden Fall die Hilfe von anderen Mitspielern. Diese hinterlassen beim Ableben aber auch eine große Menge an Netasplittern, jedoch ist das Sentinax-Event danach vorbei und das Sentinax-Raumschiff muss sich eine kurze Zeit aufladen, bevor man erneut Portale beschwören kann. Das Sentinax-Event ist auf jeden Fall eine Sache, welches man in einer Gruppe absolvieren sollte, denn nur dann ist man wirklich effektiv unterwegs. In unserem Beispiel hier war ich mit meiner Gilde in einer 5-Mann-Gruppe unterwegs und habe hier an einem, ich sag mal, Querpunkt, einem Knotenpunkt immer 3 Portale zur Verfügung, welche wir immer wieder offen halten bzw. verstärken, sodass wir einen kontinuierlichen Strom von Dämonen haben, die wir besiegen können.
Deswegen, wenn ihr vorhabt, effektiv Nethersplitter beim Sentinax-Event zu farmen, dann fragt einfach ja Mitspieler, die dort rumstehen, oder schaut im organisierten Gruppensuchtool nach oder fragt in eurer Gilde nach oder Freunde und Bekannte und begebt euch dann zum entsprechenden Punkt, wo die Sentinax sich gerade befindet. Je nachdem, wo die Sentinax sich über der verheerten Küste befindet und wie effektiv ihr die Portale nutzt, könnt ihr hier auf jeden Fall zwischen 5000 und 10.000 Nethersplitter die Stunde machen. Das klingt erstmal eine ganze Menge, ist aber keineswegs übertrieben. In meinem Beispiel hier habe ich in gut einer Stunde knapp 9000 Nethersplitter gesammelt. Dazu kamen dann noch diverse seltene Gegenstände, die ich öffnen konnte, wo dann auch nochmal jeweils zwischen 100 und 500 Nethersplitter rauskamen. Also 10.000 ist auf jeden Fall möglich. Das Ganze aber wie gesagt am besten in einer Gruppe, denn alleine könnt ihr natürlich auch an diesem Event teilnehmen, aber eure Ausbeute ist dann wesentlich geringer. Darüber hinaus kommt es natürlich auch darauf an, wie viele Signalgeber eure Mitspieler und ihr selber eben besitzt. In unserem Fall hatten wir relativ viele und dementsprechend solltet ihr natürlich auch die seltenen Gegner auf der verheerten Küste töten. Nicht nur für die Nethersplitter, welche natürlich interessant sind, sondern eben auch für die Signalgeber, die ihr dann beim Sentinax umwandeln könnt in einer gewissen Art und Weise ebenfalls in die Währung. Eine weitere Möglichkeit, um gut an Nethersplitter zu gelangen, sind die Invasionen der brennenden Legion in den Gebieten Sturmheim, Asuna, Valcharar und Hochberg. Sobald die Invasionen dort aktiv sind, sind ja alle normalen World Quests deaktiviert und dafür spezielle World Quests für die Invasion aktiv. Für jede World Quest erhaltet ihr hier zwischen 100 und 150 Nethersplitter. Dabei kommt es ganz darauf an, ob diese als normale World Quest klassifiziert sind oder als Elite World Quest. Außerdem gibt es auch hier wieder Anführer der brennenden Legion und wenn wir diese besiegen, hinterlassen diese ebenfalls Nethersplitter. Am Ende einer Invasion schließen wir ja ein kleines Szenario ab und dabei erhalten wir auch nochmal 250 Nethersplitter. Die Invasionen stellen so also auch eine gute Alternative dar, um Nethersplitter zu farmen und die neue Ressource in größeren Mengen zu sammeln. Fassen wir am Ende also nochmal zusammen, wo ihr die Nethersplitter erhalten könnt und wie viel, zumindest in einem gewissen Rahmen. Ihr erhaltet zwischen 0 und 10 Nethersplittern von normalen Gegnern an der verheerten Küste, unter dem Sentinax-Event und bei den Invasionen in den verschiedenen Gebieten, 100 bis 200 von seltenen Gegnern, zwischen 10 und 90 in den Würmzungen-Schatztruhen, 75 von Anerkennung der Legionsrichter, 100 bis 200 von den Sentinax-Leutnants, 100 von normalen Invasions-World Quests und 150 von Elite-Invasions-World-Quests, 250 vom finalen Szenario der Legion-Invasion und 100 bis 500 von den Neta-Formationen. Am effektivsten ist aber tatsächlich einfach das Sentinax-Event mit ein paar Mitspielern, wenn ihr hier eine Gruppe bildet und eben gemeinsam die Portale stürmt, die Gegner erledigt, die Portale aufrechterhaltet, bufft und einfach die Gegner abfarmt, dann erhaltet ihr hier jede Menge Neta-Splitter. Wie gewohnt bedanke ich mich an dieser Stelle auf jeden Fall sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.